Das Dr. Hans-Hess-Stadion am Wildspitzweg in Berlin-Mariendorf. Hier entsteht das neue Zuhause des FC Viktoria 89. Hier will der Regionalligist ein neues Trainingszentrum errichten mit dem Namen Home of Viktoria. Wir wollen mit der ersten Mannschaft und mit der U19 und U17 mit den ersten Frauen schon eine intensive Nutzung dieser Anlage haben, um gerade unseren Ansprüchen an diesen Liegen auch gerecht zu werden und wollen dann natürlich trotzdem schauen, dass wir auch diese Anlage für die jetzigen Nutzer natürlich weiter optimieren und natürlich auch daran interessiert sind, den Verein auch hier zu platzieren, damit hier halt auch am Tag eine Menge los ist. Der Hamburger Unternehmer Tomislav Karajcza, gleichzeitig Hauptgesellschafter von Viktoria, kaufte das Gelände vom Versicherungskonzern Allianz. 75.000 Quadratmeter, auf denen sich der Regionalligist nun austoben kann. Es gibt Tennisflächen, wir haben eine Sporthalle, wir haben ein Allianz-Casino, wir haben hier zwei sensationelle Rasenflächen. Wir müssen schauen, dass wir natürlich dann auch dementsprechend die Auslastung verbessern. Wir sind ja vorher oft von verschiedenen Plätzen immer hin und her gewechselt. Haben jetzt natürlich die Möglichkeit, uns da ja niederzulassen und uns dort schön einzurichten. Und denke, ich glaube, für den Verein ein großer Schritt. Und es ist toll, dass das die Verantwortlichen zusammen in der Zusammenarbeit mit unserem Investor hinbekommen haben. Und jetzt gucken wir mal, wie das Ganze Gestalt annimmt. Ne? Der Verein ist nun nicht mehr von der Stadt abhängig, kann selbst entscheiden, wann und unter welchen Bedingungen trainiert wird. Ein wichtiger Schritt für die Professionalisierung des Clubs. Für den geplanten Sprung in die dritte Liga sind aber noch viele infrastrukturelle Anpassungen nötig. Es wird sicherlich auch darüber nachgedacht, auch nochmal einen weiteren Bürokomplex zu installieren. Wir müssen über Regenerationsmaßnahmen nach dem Training reden. Da reden wir über Sauna, über Kältebecken, über Maßnahmen, die einfach jetzt aufgrund der städtischen Anlagen einfach nicht möglich sind. Und natürlich müssen wir über Flutlicht nachdenken, weil ansonsten schneiden wir uns ja selber wieder ein, weil wir halt die Auslastung dann gerade in der jetzigen Phase bis 16 oder 17 Uhr oder danach gar nicht mehr nutzen können. Die Investition dient ausschließlich der Etablierung eines professionellen Trainingszentrums. Ein eigenes Stadion wird Viktoria in den nächsten Jahren nicht bauen. Ich glaube schon, dass es zwangsläufig erstmal darauf hindeuten muss, dass wir eine neutrale Begegnungsstätte haben müssen, wo ein ambitionierter Regionalligist im Fußball oder halt auch in einer anderen Sportart eine Möglichkeit hat, entsprechende Voraussetzungen vorzufinden, um dann dementsprechend auch an diesem Spielbetrieb teilzunehmen. Gedanken für die Zukunft. Die Gegenwart ist das neue Trainingsgelände am Wildspitzweg. Ein neuer Meilenstein für Viktoria auf dem Weg Richtung Profifußball.